Herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf dem Kanal Elektroschrott. Heute zeige ich euch, wie ihr mit dem Arduino Uno einen Infrarotempfänger ansteuert und somit die Daten in der Fernbedienung auslesen und mit dem Arduino Dinge steuern könnt. Los geht's nach dem Intro. Damit das Ganze funktioniert, ist, dass der Infrarotempfänger und die Fernbedienung die gleiche Frequenz und das gleiche Übertragungsformat haben. Da müsst ihr im Datenblatt der Fernbedienung bzw. des Infrarotempfängers nachschauen. Meinen Infrarotempfänger habe ich aus einem alten Gerät ausgebaut. Wie ich das gemacht habe, zeige ich euch hier oben in einem eigenen Video. Der Infrarotempfänger hat drei verschiedene Anschlussbeinchen und dementsprechend werde ich ihn an den Arduino Uno anschließen. Und zwar von ganz links einmal Ground minus an Ground am Arduino. Der mittlere Pin ist VCC, 5 Volt am Arduino. Und der rechte Pin ist der Ausgangspin vom Empfänger. Der kommt bei uns an den Digitalpin 11. Aber auch das ist bei verschiedenen Empfängern unterschiedlich und da müsst ihr auch im Datenblatt nachschauen. Das ist auch schon der komplette Anschluss. So eine Infrarot-Fernbedienung hat da vorne eine Infrarot-LED und wenn man eine Taste drückt, leuchtet diese LED in bestimmten Abständen auf, sodass ein Code übertragen wird. Dieser Code ist bei jeder Taste der Fernbedienung anders. Der Empfänger empfängt dann diese Impulse. Mit dem Arduino werden wir zuerst diesen Code empfangen und dann über den seriellen Monitor ausgeben. Diesen Code schreiben wir uns dann auf und dann haben wir sozusagen den Code von einer Taste. Damit werden wir dann als nächstes eine LED an- und ausschalten. Und ganz zum Schluss werden wir über die Tasten 1 bis 9 eine 7-Segmenten-Zeige fernsteuern. Gut, dann schauen wir uns einmal das Programm für den Arduino an. Hier in der ersten Zeile wird als erstes die Bibliothek IR Remote eingebunden. Als nächstes wird der Pin, wo der Empfänger dran hängt, definiert, dann noch die Bibliothek eingerichtet und hier im Setup-Teil wird als erstes einmal die serielle Kommunikation gestartet und als nächstes auch noch der Empfänger. Im Loop-Teil wird einmal mit der IF-Anfrage abgeprüft, ob der Empfänger ein Signal erkennt und wenn ja, wird dies in Dezimal im seriellen Monitor ausgegeben. Das war eigentlich auch schon der ganze Sketch. Den können wir uns hochladen, beziehungsweise zuerst noch den Arduino natürlich anschließen. Hochladen. Jetzt können wir einmal den seriellen Monitor starten. Jetzt drücke ich einmal auf der Fernbedienung den Knopf ein-aus. Und es kommt die Zahl gleich mehrmals 3020. Mehrmals, weil wenn man länger auf dem Knopf bleibt, dann kommt die Zahl einfach immer wieder. Wenn ich jetzt nochmal drauf drücke, kommt die Zahl 972. Das ist so, um den Unterschied zwischen einem lange auf dem Knopf bleiben und zweimal drücken zu erkennen. Das bedeutet, wenn ich einmal drücke, kommt 3020. Wenn ich nochmal drücke, 972. Das ist ganz praktisch, wenn man etwas an- bzw. ausschalten möchte. So, jetzt kennen wir die beiden Codes, nämlich 3020 und 972. So, dann können wir auch schon zum nächsten Teil von unserem Video kommen. Nämlich zur Ansteuerung der LED. Und zwar geben wir hier jetzt wie folgt die LED noch dran. An Minus über einen Widerstand die LED an den Digitalpin 5. Das Programm dafür sieht wie folgt aus. Hier oben ist zunächst das meiste gleich. Nur hier wird zusätzlich noch eine LED eingebunden. Im Loop-Teil wird zunächst wieder überprüft, ob ein Signal empfangen wurde und wenn ja, wird es über den seriellen Monitor ausgegeben. Zusätzlich dazu ist aber dann noch danach eine IF-Anfrage, wenn das Resultat, also das, was empfangen wurde, gleich ist mit 3020, der einen Zahl von unserer Fernbedienung, dann soll noch zusätzlich ON im seriellen Monitor ausgegeben werden und die LED, die wir angeschlossen haben,
soll auf High gesetzt werden. Alternativ soll, wenn die Zahl 972 ist, die LED ausgemacht werden. Da müssen natürlich die Werte der eigenen Fernbedienung jeweils eingesetzt werden. Das Ganze können wir auch auf den Arduino übertragen. Und wenn das Sketch schon übertragen ist, können wir auf unserer Fernbedienung den On-Off-Knopf drücken. Die LED geht an. Wenn wir nochmal drücken, geht sie wieder aus. Dies lässt sich natürlich auf weitere Tasten ausweiten. Da habe ich zum Beispiel schon einmal mit einer 7-Segment-Anzeige aufgebaut. Das muss ich jetzt nur kurz umbauen. So, fertig. Hier ist der Infrarotempfänger und hier habe ich die 7-Segment-Anzeige zur Ansteuerung an jeweils die Digitalpins angeschlossen. Den Sketch dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Und off. Geht's wieder aus. Schon ganz toll, finde ich. Damit kann man natürlich beliebig weitere Sachen fernsteuern. Ich möchte in Zukunft einen fahrbaren Roboter mit den Pfeiltasten hier fernsteuern. Da kann man wirklich viel damit machen. Das war's mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video bitte einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal, wenn ihr weitere Videos nicht verpassen wollt. Dann bis zum nächsten Mal und tschüss.